Achtung, dieses Video kann zu extrem psychischen Schwierigkeiten führen. Mit freundlichen Grüßen. Psychoburke LP. Ich hab hier jetzt mal bei mir das Spiel Limbo. Schwimmen wir einfach durch. Ja, schwimmen. Was? Also ihr wollt mir erzählen, dass ein Junge, der sich an Lianen hochsangeln kann, der rumklettern kann und hüpfen kann so weit, dass der einfach nicht schwimmen kann? Ihr wollt mich doch wohl alle verarschen. Was mache ich denn da? Da hängt eine Liane. Oh, da komme ich glaube nicht so betont. Da komme ich nicht. Warte mal, wir haben noch die Kiste da drüben. Kann man die ziehen? Ja, die kann man. Oder? Kann man? Ja, kann man. So, dann. Zieh, Schlampe. Zieh. So, jetzt sind wir hier. Spring, du geiler Hengst. So, jetzt hängen wir da dran. Ich gehe doch mal schwer davon aus, dass man. Muss man sich da. Kann man eine Liane schwingen? Ah, Tatsache. Ja, das Spiel denkt an alles. Und das war jetzt blöd, ich wollte eigentlich nur hochklettern. So, jetzt schwingen wir nochmal. Lass ihn schwingen, nicht wahr, Elotrix? Ja, jetzt lassen wir ihn schwingen. Gut, jetzt sind wir da. Ah, da kann man tatsächlich hoch. Ja, das ist das Schöne an dem Spiel, da werden die Dinge, die man benutzt. Oh! Also ich hätte das nicht überlebt. Zumindest nicht ohne Verletzung, aber man weiß es nicht. So, jetzt schwingen wir hier mal. Ja, und während wir ihn hier ein bisschen schwingen lassen, kann ich euch mal erzählen, was es so Neues am Start gibt hier. Ja. Ja, Ferien kommen. Jetzt noch eine Woche bis Donnerstag und dann habe ich erstmal 2,5 Wochen Ferien. Da werde ich vermehrt ein bisschen was machen, auch mit After Effects werde ich ein bisschen arbeiten. Vielleicht, wenn ihr wollt, kann ich Tutorials machen. Ich muss ja nicht mein Wissen für mich behalten. Was? Da muss er doch hoch. Oder habe ich da irgendwas falsch interpretiert? Die Kiste rutscht auch weg, wenn ich hier ran will. So. Jump'n'Run war nie meine Stärke, vor allem nicht so Super Mario und so Zeugs. Ja, hier muss ich doch rankommen. Ah, du blöder Knecht. Jetzt hier zu blöd oder ist da irgendwie was faul? Ist der Böses im Büsch? Ja, fällt mir gleich der Witz ein, was macht ein nackter Mann auf dem Eisberg? Na, wisst ihr's? Ja, richtig frieren. Badum. Ja, sinnloser Witz natürlich. Genauso wie der mit dem, was ist grauen, kann ich schwimmen, ein Parkplatz. Johohoho. Und alle, die mir den jetzt hin, sind tierisch stolz drauf, dass sie ihn kennen, aber, so, jetzt muss ich mal kurz meine Fresse halten. Wie komme ich denn da hoch? Da muss es doch einen Weg geben. Ja, komm, ich war doch dran! Ah, elendes Drecksding. So, hier, machen wir mal, hier, zack. Ich habe eigentlich heute vorgenommen, bis irgend zu einem Punkt, wo es ein bisschen schwieriger wird, also zu spielen, aber ich schalte ja schon hier. Und ich meine, ich kann eh nicht so viel hochladen, mit einer 2K-Leitung ist das nicht so spaßig. Vor allem, ich habe nur meinen Alienware-Laptop, mehr habe ich schon nicht zum Zocken und dann, immer wenn ich was für euch hochlade, muss ich dann aufs Zocken verzichten. Und lernen, ihr seid Spaßvögel. Gymnasiast zum Lernen brauchen wir doch nicht.
Nee, Quatsch. Spaß beiseite. Immer schön lernen. Dann habe ich jetzt meinen pädagogischen Auftrag auch erfüllt. Meinen pädagogischen. Ja, jetzt lassen wir ihn schon wieder schwingen. Das ist katastrophal hier. Ja. Spring, du Bauer. Spring. Jetzt springen wir mal ganz... Ah! Jetzt bräuchte ich eigentlich so ein Applausgeräusch, aber ich habe jetzt gar keins auf Lager gerade. Weil die hier sind jetzt einfacher zu machen, finde ich. Hier ist noch ein Umkippen, kann man da hinterher? Nein, 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 nein. Dann gehen wir doch gleich hier wieder runter. Der alte Weg ist meistens der beste. Hm, Classic. Ja, hui. Schon immer. Ja. So, jetzt haben wir nämlich hier. Ja, haben wir hier. Ach, das, ach, den kann man schieben. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass ich zu weit schiebe. Dass ich dann verreck deswegen, weil da würde ich schreien, du. Ja, komm, du YouTuber. Wollt ihr mich wohl verarschen hier? Ja. Next. Probieren wir das nochmal. Jetzt schieben wir mal die Kiste davor. Dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Nein, wir wollen ja nichts anbrennen lassen hier. Ihr wisst, wie es läuft. Wir schieben es hier jetzt mal ein bisschen vor. Schieben, 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 schieben. Das ist auch bei der Frau empfehlenswert. Immer schön schieben, 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 schieben. Ja, ah, genau, jetzt habe ich noch was für meine kleinen Abonnenten, die hier mir zuschauen. Und vielleicht auch nicht Abonnenten, dann drückt aber mal gewaltig schnell hier auf den Button abonnieren. Wenn ihr in Baden-Württemberg lebt und auf dem Gymnasium seid mit Kurssystem, dann wählt doch am besten mal Wirtschaft. Das Fach ist tierisch geil, sag ich dir. So, die Spinnen, was macht jetzt? Kann ich da weglaufen? Autsch. Ja. Das war aber. Das hat da was gescheppert. Was muss ich denn mit der machen? Die zielt mich an, dann hebt sie ihr Bein und dann. Und stößt sie zu. Stößt sie. Ich glaube, was ist denn da hinten? Da hat sie gerade gescheppert. Da muss aber. Eine Bärenfalle. Ja, das lobe ich mir. Ja, komm, da drin verrecken. Das kann ich doch jetzt nicht der Ernst sein. Da ist eine Riesenspinne, von der ich da gefahrlos weg kann, weil die immer an einem aufkämmt oder verrecke ich in der Bärenfalle oder was. Miese Sache, sage ich euch, miese Sache. Also, wie ich schon gesagt habe, ne?